das ist jetzt hier mein Glitzer und jetzt wird's richtig lustig. Oh, guckt mal, Kinder. Das ist jetzt so richtig schön. Jetzt könnt ihr euch richtig vorstellen, wie der Schnee glitzert. Malen, Lachen, Lernen. Mit Diplom-Grafikerin Christine Klempke. So, hallo meine Lieben. Ich hoffe, ihr habt noch nicht alle eine Meise gekriegt zu Hause. Und damit das auch gar nicht erst passiert, denn die Meisen kommen erst im Frühjahr, fangen wir jetzt an, uns in einen Wald hineinzuzaubern. Und da ist gerade frischer Schnee gefallen. Pulverschnee und die ganzen Berliner Kinder, die wissen, wenn es schneit, muss man innerhalb von 5 Minuten unten sein, sonst haben wir nur noch graue Pampe. Aber in der Fantasie können wir die Welt viel schöner machen. Und wenn wir richtig so malen, wie es ein Künstler tut, dann spüren wir das geradezu, den wunderschönen Pulverschnee, der so kalt an den Händen ist und den wir jetzt gleich auf unser Bild zaubern werden. Los geht's. So, guckt mal hier, das haben unsere kleinen Kinder schon gemalt. Und es wäre ganz gut, wenn ihr euch auch noch mal den Film Wie malt man ein richtiges Pferd anguckt. Und zwar die Kleinen gucken den Film, wo die 2 lustigen Pferdchen drauf sind. Und die größeren Kinder und die Erwachsenen gucken, wie malt man ein richtiges Pferd, wo das Knochengerippe von dem Pferd drauf ist. Denn der Künstler muss immer wissen, was da drunter ist. Der darf nicht einfach so ein Pferd abmalen, der muss wissen, wo die Knochen sind. So, wir malen nämlich am besten mit den Primärfarben, das heißt die Grundfarben, damit ihr das Mischen, wir alle das Mischen richtig schön lernen. Und ich sag euch, wenn man die Farben mischt, hat man viel mehr Töne. Ja, das ist, als ob man ein ganzes Klavier hat mit allen Oktaven, mit allen Halbtönen. Das kann man machen, wenn man nicht gleich Orange aus der Tube nimmt. Also, wir brauchen primär Blau, primär Rot, primär Gelb, Weiß und da ich ganz selten Schwarz benutze, nehmen wir Ultramarin dazu. Denn wenn man Ultramarin mit Blau und Gelb mischt, also alles mischt, haben wir ein ganz dunkles, lebendiges Schwarz. So, aber erstmal wollen wir nicht was Schwarzes, sondern wir wollen was Weißes. Nämlich, diesmal grundieren wir zuerst das Bild. Das heißt, wir kippen weiße Farbe auf unser... Guck mal, ich kann das so schön kippen. Und wenn... So, guck mal, das ist jetzt schon Kunst. Also jetzt, wenn ich berühmt wäre jedenfalls, dann könnte ich das so verkaufen. Aber so berühmt bin ich leider nicht. Jetzt nehme ich den Schwamm und grundiere das hier. Richtig rüber. Das soll alle Poren des Papiers schließen. So, über den Rand. Das haben wir beim letzten Video schon geübt. Über den Rand, los, rüber. Wir dürfen uns von Rändern nicht so lange beeinflussen lassen. Wir müssen Oma selber irgendwas entscheiden dürfen. Los, rüber über den Rand. So. So, und jetzt warten wir eine kleine Sekunde, bis wir anfangen, einen wunderschönen Hintergrund zu machen. Denn wir arbeiten immer von hinten nach vorne, von unten nach oben. Das Liegende vor dem Stehenden. Und jetzt kommt alles, was liegt oder was am Himmel schwebt, nämlich der Himmel und die Erde. Guckt mal her, jetzt hier habt ihr den Schwamm, damit haben wir schon grundiert. Trotzdem tupfe ich den ein paar Mal hier rein. Das dürft ihr nicht vergessen. Nee, einfach bloß nehmen, die ganze Suppe drauf. Nee, das muss richtig verschwinden im Schwamm. Und jetzt ganz, ganz wenig Rot. Wirklich nur, guckt mal, so. Das ist wahrscheinlich schon zu viel. Und jetzt. So, das muss hier richtig rinnen. So. Dass nichts mehr drauf ist. So, seht ihr, so muss euer Schwamm aussehen. Da darf nicht Farbe raufgekleckst sein. Und jetzt geht's los. So, jetzt denkt mal dran, wenn ihr so über größere Flächen rüberfahren müsst, dann müsst ihr immer euch hinstellen, ja? Denn man kann nicht im Sitzen, dann macht man halt nur immer clean. Also, wir wollen jetzt hier, oh Gott, das ist schon fast trocken. Ich mache jetzt mal hier so einen leichten Sonnenauf- oder Untergang. Guck mal, ihr müsst dann ruhig ein bisschen doller aufdrücken, so, wenn es bei euch schon so lange eingetrocknet ist, weil ihr zwischendurch schnell noch den Mülleimer runterbringen musstet. So, aber jetzt nehme ich wieder Weiß rein und jetzt gehe ich in ein bisschen Blau und mache dasselbe wieder so. So, und jetzt hier kommt mein Blau. Guck
mal, und wie hübsch das ist, wenn ein bisschen Rosa drin ist. Und jetzt mache ich ein bisschen von dem Rosa, mache ich jetzt mal was Neues nehmen. Hier, warte mal, ich gehe hier erstmal runter, richtig rüber, Mädels und Männer und Jungs und Frauen. So, Frauen hört sich blöd an, Weiber ist schöner. So, noch ein bisschen Weiß. So, guck mal, jetzt haben wir hier eine schicke Schneelandschaft. So, ich drehe jetzt mal meinen Schwamm um, weil mir das zu doll ist. Guck mal, so kann ich mit dem umgedrehten Schwamm das ein bisschen korrigieren. So, und jetzt mache ich noch was. Ich mache nämlich jetzt den Schnee ganz dunkel. Und zwar deswegen, weil ich hinterher den Staub, den wunderschönen Puderschnee, dann, wenn man den nämlich auf was Helles macht, sieht man den nicht. Also mache ich es auf was Dunkles. Jetzt ein bisschen Weiß wieder drin, der trocknet mir sonst alt an. Und jetzt von dem Dunkelblau. Und wieder ein paar Mal so tupfen. Also nicht so, weil so, das ist hier tupft, bis die Farbe hier drin verschwunden ist. Und jetzt machen wir hier nochmal Dunkelblau rüber. Heute wird erstmal nur gewischt. So, und macht es ruhig so ein bisschen so. So, das habt ihr alles beim rodelnden Kind schon gelernt. Ich mache jetzt hier noch, guck mal, mit dem fast trockenen Schwamm kann ich hier noch so ein bisschen Wölkchen rüber machen. So. Super. So, das ist unsere Grundlage und jetzt fangen wir an zu malen. So, braun kriegen Kinder immer gleich, wenn sie abstrakt malen wollen. Dann packen sie alle Farben auf, denken, das macht ein Künstler, verwischen das mit der Hand und das soll abstrakt sein. Dabei sieht das aus hinterher wie was ganz Braunes, Ekliges. Will nicht sagen, was das ist. So, das machen wir jetzt auch. Wir nehmen Gelb an den Pinsel, Rot an den Pinsel und Blau an den Pinsel. So, und jetzt soll daraus eine ganz schöne Farbe werden. Guckt mal, so kann Braun auch aussehen. So, guckt mal, so ganz lebendig. Wir machen jetzt mal hier ein paar Bäume hin und wer, ihr macht euch jetzt hier euer eigenes Gefängnis. Das passiert nämlich, wenn man mag, jetzt sollen Bäume sein, das sieht ganz blöd aus. Guck mal, so. Und jetzt machen wir mal ein bisschen schief. Wenn da jetzt rot, zu viel rot ist, mache ich einfach ein bisschen gelb rüber. Seht ihr, wie sich das verändert? So, und jetzt will ich euch noch einen Trick zeigen. Nämlich, wie man dicke und dünne Bäume macht. Passt auf, ihr habt schon sicher schon von mir gehört, vom dressierten Pinsel. Guck mal, wenn ich den Pinsel so habe und ihn so führe, habe ich plötzlich einen ganz dünnen, so ein dünnes, mageres Strichlein. Huhu, guck mal. Und den können wir so machen. Guck mal, und man muss sich wirklich überraschen lassen, was alles passiert, während ich male. Und dann machen manche Kinder, oder fast alle, ich sage mal einfach alle, wir malen vor allen Dingen krumme Bäume und sowas macht man nicht, was ich hier gemalt habe. Da mache ich hinterher aber Schnee rüber, damit man nicht sieht, dass ich mich da vermalt habe. So. Pass auf, jetzt machen wir hier, lasse ich jetzt ein bisschen frei, damit man da rausgucken kann. Und jetzt hier kommt noch ein Baum. So, der ist vielleicht ein bisschen sehr rot. Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Die Kinder, die malen immer so eine Bäume. Guckt mal, so. Und jetzt kommen die Äste, wenn sie die nicht ans Fett machen. Und so. Als ob immer alles total abgeschnitten ist. Mensch, lasst das Zeug doch mal wachsen. Lasst euch wachsen, wachst alle so hin, wie ihr wachsen könnt, so, und schneidet nicht immer alles ab vorher. Daher kommt es, dass man nicht mehr kreativ ist, dass man immer denkt, ja, jetzt müssen wir mal langsam aufhören, das ist halt nicht mehr richtig. Guck mal, wie lang ich was machen kann. Das kann jetzt auch einfach so lang machen, wenn mir das passt. So, und jetzt mache ich noch ein paar so kleine, so was hier, was soll das sein? Was ist das? Das sind diese kleinen Bäumchen, die sich gerade erst noch aus dem Schatten der großen Bäume herausarbeiten wollen. So, guck mal, jetzt habe ich schon eine ganz hübsche Anzahl von Ästen, so, die nicht aussehen wie ein Gefängnis, sondern die so aussehen, als ob. So, guck mal, jetzt hier hat man ein bisschen mehr Blau drin. So, gibt es hier. Ich kann auch mal so ein abgebrochenes Teil machen hier. So. Das ist hier schon mal abgebrochen. So. So. Fertig. Also, jetzt fängt es nämlich an zu schneien. Und jetzt mache ich hier Schnee rauf.
Guck mal, gestern habe ich gesehen, wie ein Kind so gemacht hat. Quatsch, quatsch, quatsch. Mensch, Kinder, das Feld, das ist so richtig schön. Jetzt stellt euch mal was Schönes vor. Und nicht, wer als erster fertig ist. Wir sind ja hier nicht von der Jugendfeuerwehr, ja. Und auch mal dicke und dünne. Ja, wir müssen, hier wird kein Brand gelöscht. Wir müssen richtig in unserem Bild spazieren gehen. Ja, und da, wenn man spazieren geht, dann rast man ohnehin dauernd durch die Botanik. So, so. Und guck mal, hier kann ja so ein ganzer Fleck drauf sein. Dann sieht es aus, als ob hier wirklich das abgebrochen ist. So, und dann können wir hier unten noch so ein bisschen, auch so ein bisschen Schnee noch hinlegen. Und das muss richtig Spaß machen, Kinder. So sieht jetzt meine Landschaft aus, so wie ich sie will. Und jetzt hört mal genau hin, Kinder. Hört ihr das schon trappeln? Da kommt ein. Die Indianer, die hören das schon mal. Die brauchen manchmal, legen die ihr Ohr an die Erde und dann hören sie, wie viele Pferde kommen. Die wissen das ganz genau. Also wir wissen, ein Pferd kommt. Das macht immer so im Galopp. Ja, jetzt geht's los. Jetzt mache ich schwarze Farbe hier drauf. Da ich ganz selten schwarz benutze, nehmen wir Ultramarin dazu. Denn wenn man so alles mischt, haben wir ein ganz dunkles, lebendiges Schwarz. Weil ich habe mich entschlossen, einen Rappen zu machen. Mit einem Feuerfleck, mit einer roten Mähne. So, weil der nämlich richtig Power hat. So, und jetzt kommt das schwarze Vieh. Jetzt malen wir mal hier. Wir müssen jetzt mal so ein bisschen berechnen. Die Beine müssen ruf. Er selber nicht so ein Murkelvieh, dann ist das ganze Ding so lächerlich hier, so ein kleines Vieh. Da müsst ihr 20 Stück machen, wenn es so sein soll. Wir machen jetzt hier, das ist der Körper, ich mache hier das Pferd hin. So, bam. So, ihr wisst ja, wir machen alles aus der Kiste, das Pferd aus der Kiste. So, so groß ist es jetzt, guckt euch das nochmal an. Und jetzt malen wir nach vorne die großen. Die malen dann hier mit Gelenk und die kleinen malen mit, ohne Gelenk, aber auch gut. So, machen wir ein paar Hinterbeine. Ihr wisst, so, da muss wie Tarantula muss hier lang gelaufen werden. Das ist hinten. Ihr könntet das jetzt eigentlich auch noch andersrum machen, wa? So. So, jetzt passt auf. Hier unten beginnt das. Hier, nicht da oben. Dann dippt sie vielleicht gemein aus. Also unten, wo die Beine rauskommen. Jetzt machen wir mal ein bisschen schräg, weil das Vieh richtig Power, also in Geschwindigkeit hat. Jetzt machen wir hier so rund. Das ist ein Hengst, Hengsthals. So, jetzt kommt hier vorne einmal so rund ran. Das ist dann hier rund. So. Jetzt immer noch kein Pferd. Und jetzt machen wir hier vorne einen kleinen Runden. So, und jetzt wird das verbunden. Und schon haben wir ein richtig schickes Pferd. Bloß jetzt macht ihr nicht so eine riesen Eselsohren, es sei denn, ihr wollt ein Pferd, ein Esel machen. Kleine spitze Öhrchen. Jetzt dreht ihr den Pinsel um. Guck mal jetzt. Huch, jetzt halt den aus Versehen blind gemacht. So. Jetzt kommen die Nüstern und das Maul. Ah, ich will jetzt losrasen. So, und jetzt geht's weiter hier hinten. Den Hintern macht er jetzt mal ein bisschen rund. Denn der hat er nicht so eckig. So. Und aus der Wirbelsäule kommt der Schweif. So, aus der Wirbelsäule, denkt dran. Hier. Ich nehme Rot und Schwarz ein bisschen, sonst sieht man das hier nicht. So, und jetzt die nächste Schwierigkeit ist, die Mähne des Pferdes machen die Kinder immer so. Oh, meine Mähne ist fertig. Und was ist hier? Da ist oben Mähne. So, hopp, 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 hopp. So, seht ihr hier das ganze Ding runter, wie so ein Kamm, bloß schöner. Guckt mal, wie das schwingt. Lasst mal euren Pinsel richtig so schwingen, ja. Nicht alle so wie so eine Bürste, ja. So, und jetzt kann auch mal hier was runterkommen. Seht mal, was das für ein Feuerpferd ist. Mein Enkel Tom, der hat mal so ein schickes Feuerpferd gemalt. Das habe ich mir aufgehoben. So, Feuerpferd. So, Feuerpferd kann auch rote Hufe haben. So, oder auch rote Flecken. Guckt mal hier. Sieht auch süß aus, wa? Ja, wie ihr wollt. Kann ein Pünktchen haben. So, alles fertig. Ich hoffe, dass ihr aus dem Buddelkasten ein bisschen Sand rausfindet, noch unter all dem
schön Schnee. Aber ich habe mir ehrlich gesagt Vogelsand gekauft. Und jetzt mache ich da ein bisschen weiße Farbe drauf. Jetzt habe ich hier so eine zerschnittene alte Karte. Und jetzt seht ihr, ich vermische das ein bisschen damit. So, dass ich jetzt hier Farbe mit Sand habe. Und jetzt könnt ihr gleich mal sehen, was denn passiert. Ich mache mir jetzt erstmal so eine Mischung hier. So, so ein bisschen so. So, und jetzt guckt mal. Jetzt gehen wir hier rüber. Beim letzten Mal haben wir das schöne Schneeige erreichen wollen durch den Schwamm. Und diesmal erreichen wir dasselbe durch Sand. So. Ist gleich alt weg. Aber hier, guck mal, jetzt seht ihr das schon. Hier könnt ihr die Beine wieder ein bisschen rauskratzen, wenn ihr wollt. Aber die dürfen ja nicht so doll zu sehen sein. Das ist ja der Sand. So, spritzt auch ein bisschen was hoch. Seht ihr mal. So. Na, sieht da klasse aus, oder? So. So, und jetzt machen wir nur noch, jedes Pünktchen hat eine Form. Jetzt lassen wir das ganze Ding auch noch mal richtig schneien. Mit dem richtig großen Pinsel. Was haben wir denn hier? Nehmen wir noch mal Wasser, Weiß. Mal kicken, ob das jetzt was wird, so auf die Schnelle. Und, oh ja, doll ist nicht, aber fängt schon an zu schneien. Ein bisschen mehr Wasser noch. Und ich sage immer, wir machen aber trotzdem mit dem Pinselstiel noch einige schöne, ganz ordentliche Tröpfchen, damit wir hinterher genau auch an alle wichtigen Stellen etwas haben. So, das ist jetzt hier mein Glitzer und jetzt wird's richtig lustig. Oh, guckt mal, Kinder. Das ist jetzt so richtig schön. Jetzt könnt ihr euch richtig vorstellen, wie der Schnee glitzert. Macht bitte nicht zu viel Ruf, weil dann euer Bild nicht mehr zu sehen ist. Guckt mal so, jetzt so ein bisschen, damit das auf allen, hier oben ist mir noch zu wenig, auf allen feuchten Stellen bleibt der Glitzer nämlich kleben. Das sind vor allen Dingen die Schneeflöckchen, die ich jetzt gemacht habe. So, jetzt mache ich es ab und jetzt staunt über unser Werk. Übrigens, die Kinder, die kleinen, die vielleicht den Spachtel nicht haben, die können das, wie auf dem Bild, was ich zuerst gezeigt habe und euch gleich hinterher noch mal zeige, die machen das mit dem Schwamm. Das, was ihr mit dem Spachtel, den Puderschnee, den ihr mit dem Spachtel drauf gemacht habt, das machen die, wer keinen Spachtel hat oder keine so eine Sand oder irgendwas, die können das genauso gut mit dem Schwamm machen. Das sieht auch sehr schön aus. Es kommt immer darauf an, ob ihr genug Lust und gespielt habt. Dann sieht ein Bild schön aus. Guckt mal. Ist das nicht hübsch? Das ist das, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben also etwas gezaubert, was es vorher nie gab. Und das ist das Schöne an der Kunst. Hier war nur einfach so ein weißes Blatt Papier. Jetzt ist ein super schönes Pferdchen drauf. Guckt mal her. Und es glitzert sogar. Und wenn ich es im Dunkel, so im Halbdunkel angucke, dann müsst ihr mal machen. Dann sieht es ganz besonders schön aus. Und hier, wenn die Kleinen oder die Kinder, die keinen Spachtel finden oder keinen Sand haben, die können es genauso gut mit dem Schwamm machen. Einfach hier. Und da ist auch nicht schlimm, wenn ein bisschen rosa drin ist oder so. Ist sogar so war richtig hübsch. So, und es ist dann richtig gut, wenn ihr euch so fühlt, als ob ihr eben aus dem Schnee kommt. Dann ist das Bild wirklich gelungen. Denn Kunst ist immer auch etwas, da, was man fühlen muss. Ja, das ist nicht hier immer alt im Kopf, das ist vor allen Dingen im Herzen. Und darum ist es so unglaublich gesund und so unglaublich schön. Nehmt euch viel Zeit und macht, denkt euch noch was ganz anderes, auch Häschen rein, ein Schneemann hinten rein, alles Mögliche. Ja, dass die Bilder noch viel lebendiger werden als das, was ich euch jetzt hier in dem kurzen Video vormache. Ich wünsche euch viel Spaß. Fertig.